Fortsetzung im Text von Hammermeister. Lacan verbindet diese beiden Grundtypen der Neurose mit der Sexuierung, also der Art, eine Position als Mann oder Frau einzunehmen. Die männliche Position wird der Obsession zugeordnet, die weibliche der Hysterie. Letztere Verbindung wird aber bereits wieder dadurch in Frage gestellt, dass es das Wesen des Weiblichen ist, nicht zu wissen, ob es männlich oder weiblich ist. Und tatsächlich ist das Weibliche eben auch nicht weiblich, da ihm letztlich keine eigene Position zugeordnet werden kann. Der Grund hierfür ist, dass die Hysterikerin immer das Begehren des anderen in den Vordergrund stellt. Mit ihm identifiziert sie das eigene Begehren, woraus sich ein Wechsel der Positionen ergibt. Die Hysterikerin begehrt aus der Position des Großanderen, letztlich also aus der des Mannes heraus. Ihr weibliches Begehren ist ein männliches. Genau darum fragt sie sich ständig, bin ich eine Frau oder ein Mann? Durch diese Angleichung an das Begehren des Mannes wird sie jedoch nicht einfach zum Instrument des männlichen Begehrens, denn die Hysterie sperrt sich genau gegen diese Vereinnahmung. Die Hysterikerin will zwar Objekt des Begehrens des Mannes sein, aber nicht Instrument zu dessen Jouissance, zu dessen Genießen oder vergenossen werden oder vergenusswurzelt werden. Der Mann soll sie begehren, aber dieses Begehren soll keine Erfüllung an in ihr finden. Klammer auf, am Rande sei angemerkt, dass es die Position des Perversen charakterisiert, beides zu wollen, nämlich sowohl Objekt des Begehrens des anderen zu sein, wie auch das Instrument zu dessen Erfüllung. Hieraus resultiert einerseits eine große innerliche Übereinstimmung mit sich selbst, also minimales Konfliktmaterial, andererseits ebenso große Jouissance im Ausleben der Perversion. Mentalhygienisch gesehen liegt das Glück in der Perversion. Klammer geschlossen. Umgekehrt verhält es sich für den Zwangsneurotiker. Fortsetzung folgt.